Hallo Outlast-Freunde, willkommen in der Tonne, wie immer. Ich warte eigentlich drauf, dass er da rauskommt. Ach komm, wir wagen's. Was hat es mit dieser scheiß Höhle auf sich? Der steht da in der Tür. Raus hier und da hinten in die Tonne. Hat keinen Zweck. Gott. Oh. Ich glaube, da kommt er, oder? Also. Der schleicht hier direkt lang und das scheiß Mikrofon schlägt nicht aus. Also. Ich sehe halt auch um. Warum habe ich überhaupt so nah rangezoomt? Klar, dass ich keinen Überblick kriege. Er ist noch relativ in der Nähe. Das sieht man am weißen Ausschlag des Mikros. Entfernt sich langsam. Hoffe ich. Ich glaube, er ist wieder drin. Der ist da drin. Ich höre ihn. Raus hier. Mit Wasser haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Hier ist aber zu, ne? Ja, hier ist zu. Was hat es mit dieser Scheiße auf sich? Wohl Wasser ist böse. Haben wir ihn jetzt rausgelockt? Ich hoffe mal. Nachtsicht aus. Kann es sein, dass der wahnsinnig schlecht sieht? Der hat uns doch direkt mit der Taschenlampe angeleuchtet. Der müsste uns doch eigentlich sowas von verfolgen. Wie mache ich das? Einfach Augen zu und durch? Raus hier. Okay, er geht rechts lang. Verlassen wir die Tonne mal. Wir haben vielleicht die geringe Chance, dass er uns übersieht. Jawohl. Geht er jetzt in das Haus oder kommt er in unsere Richtung? Ich sehe leider auch nichts durch das Gestrüpp. Da hinten ist er. Was macht er? Was macht er?
Wo ist er? Ist er schon wieder rein? Das ist so schwierig. Ja, der ist rein. Verdammt, es leckt, es leckt, es leckt. Ah. Okay. Neues Versteck. Wir verstecken uns im Schrank. Das kenne ich bereits aus Outlast 1. Schränke sind auch ein gutes Versteck. Mal die Lautstärke runterdrehen. Dieser Bass, der BAM! Immer wieder aufs. Ist nicht gut für die Ohren. Wenn es so laut ist. Am besten, er sollte sich an dem Raum vorbeischleichen und dann schleiche ich mich nochmal hinter, um zu sehen, ob da irgendwie was weitergeht. Ansonsten müssen wir wieder durchs Feld und zurück. Aber warum durchs Feld und zurück? Was ist da vorne, was wir noch verändern könnten oder wo wir fliehen könnten, wenn die Mühle stillsteht? Wir müssen ja zu den Minen gelangen. Das ist die eigentliche Aufgabe. Finde einen Weg zur Mine. Okay, das hilft uns sehr weiter. Mikro mal wieder an. Bitte merken, wann er vorbeischleicht. Wie viele Batterien haben wir noch? Eine. Und einen Verband. Das ist eigentlich so hell. Da brauche ich keine Batterie. Und ich glaube, er ist links von uns. Das heißt, er ist immer noch draußen. Ist da ein Verband? Nein, ist leer. Hier mal ein bisschen umsehen. Ich bräuchte aber eigentlich eine neue Batterie, um mich umzusehen. Weil eventuell können wir durch dieses Haus fliehen. Das wäre schön. Durch diese Mühle eigentlich mehr. Warum habe ich eigentlich die Batterie nicht mitgenommen? Kann mir das jemand verraten? Die habe ich doch. Ja, dann hat das der. Dann wurde die Batterie nicht, nachdem wir gestorben sind, übertragen. Mikro? Mikro, hallo? Ah, geht nicht, wenn eine Batterie alle ist. Scheiße. Ich bin weg. Und zwar im Schrank. Möglichst die Nachtsicht nicht verwenden. Ich habe das Gefühl, die Lösung ist in dieser Mühle. Die Räder stehen still. Hier kann ich nicht hoch. Ist er draußen? Nein. Ich glaube, jetzt haben wir ihn rausgesperrt. Aber irgendwas bringen tut das auch nicht. Hey, der ist draußen.
Das heißt, da hinten ist Ruhe. Mal raus hier. Und rein hier. Ich glaube, jetzt ist aber sauer. Nachtsicht aus. Brauchen wir hier im Schrank nicht. Außerdem haben wir eh nur noch eine Batterie. Und wir wollen ja, dass er an uns vorbeiläuft. Ja, komm her. Schau dich ein wenig um und dann geh dahinter zum Feld. Da ist es ganz toll im Feld. Ja, hör auf rumzuschreien und lauf an mir vorbei. Aus seinem Rumgeschrei zu urteilen, hat er uns anscheinend gesehen. Aber irgendwie will er uns nicht verfolgen, das finde ich schade. Ja, du Schreihals, komm halt her. Der Bug vorhin mit der Mühle war echt nicht toll. Also wenn hier nichts ist, dann muss ich definitiv wieder ins Dorf. Und dazu habe ich zwar auch keine Lust, erstens, weil ich da durchs Feld durch muss. Und zweitens, ich habe keine Ahnung, was ich im Dorf soll. Ja, meine Fresse, jetzt komm schon endlich her. Ich habe hier nicht ewig Zeit, außerdem gehen mir die Themen aus, mit denen ich die Zeit überbrücke. Und dann muss ich mal schauen, was im Dorf ist, wenn hier nichts los ist. Ich hoffe, dass hier irgendwo sich eine Spalte im Zaun und irgendwie, wo es dann durch Wasser geht und es dann still steht. Oder keine Ahnung, irgendwas muss ich übersehen haben. Oder ich hoffe auf jeden Fall, dass ich was übersehen habe hier. Ansonsten habe ich ziemlich viele Folgen, 2 Stück an der Zahl, damit verbracht, Geistern hinterher zu jagen. Also komm, er kommt nicht. Kommt er? Ich glaube, der will nicht. Sag mal, hörst du vielleicht das mal auf rumzuschreien und kommst mich jagen? Müssen wir hier rein? Geht's doch runter, oder? Ist das ein Schatten? Nee, es ist ein Mühlrad. Nee, Mühlstein nennt sich das, glaube ich. Mehl mitgemahlen. The newest of the fury of the Lord comes upon me! Ja, schön. Kommst du jetzt? Hallo, ich muss doch gejagt werden. Ich bin doch der böse, böse Außenseiter. Oh, geht's hier durch? Moment. Ah, das ist außen, okay. Dann muss ich außen hier durch und dann den Zahnrädern hoch, oder? Ich hoffe mal, das stimmt. Mhm, okay, ja. Komm. Ja, ist schön. Ach, wie schön. Deswegen kommt er nicht. Schaut euch das an.
Das ist witzig. Es tut mir leid, das ist unfreiwillig komisch. Ja. Schrei nur rum. Ah, okay, hier können wir verstecken. Hier geht's raus. Hier irgendwo war doch eine Klappe. Hier? Nee, da geht's auch nicht durch. Und ich dachte schon irgendwie. Hör auf rumzuschreien, komm her. Nein, er kann nicht herkommen. Er hat sich verpackt. Ja, irgendwie bugfrei ist dieses Spiel nicht. Komm, schrei rum. Will dich winseln hören. Ja, komm. Oh. Schaffst du es wieder? Nee. Hi. Ja. Ich hoffe, der verfolgt mich jetzt nicht wirklich. Aber hier ist nichts. Das heißt, wir können ihn aussperren. Hoffentlich hat er jetzt nicht die Aufmerksamkeit des anderen auf sich gezogen. Darauf hätte ich jetzt nämlich keinen Bock. Okay, dann können wir uns aber auch hier in Ruhe umschauen. Mal gucken. Ist das auf der anderen Seite? Ich glaube, es ist auf der anderen Seite, oder? Dass wir hier raus müssen. Und irgendwie ums Haus rum. Und dann, na, wisst ihr schon. Hier rüber? Nö. Okay, dann probiere ich es mal übers Feld. Ich lade mal nach. So. Er hat sich verbuggt. So, okay. Keine Taschenlampen haben, ist eigentlich noch gruseliger. Dann weiß ich nicht, wo die sind. Ah, scheiße. Genau das wollte ich verhindern. Hat ja gut geklappt. Rüber hier! Rüber hier! Bist du wahnsinnig. Kann ich hier durch? Kann ich hier durch? Kann ich hier rein? Nein, da kann ich nicht rein. Ich weiß das zu. Passiert aber auch nichts mehr. Das sind zu blöd. Oh Gott. Was mache ich hier? Okay. Soweit, so klar. Oder auch nicht. Hier ist ja auch nichts. Können wir uns heilen? Ja, wir können uns heilen. Wunderbar. Aber ein letztes Mal leider nur. So, jetzt müssen wir erneut durch dieses scheiß Feld. Und da kommt schon wieder einer. Bist du wahnsinnig? Kannst du... Nein, ich will hier fliehen und so. Ja, okay. Hat sich, glaube ich, jetzt erledigt. Ja, hat sich erledigt. Komm, das gibt's ja nicht. Wo muss ich lang? Sind schon wieder in dieser Scheißmühle, ne? Okay, also ich nehme jetzt mal stark an, dass es irgendwie in der Mühle die Lösung gibt. Für das alles.
Hier ist das Mühlrad. Ah ja, okay. Das heißt, wir müssen dann hier durch. Irgendwas muss das Rad aufhalten können. Ach, ich Vollidiot. Okay, okay. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, wie es funktioniert. Finally. Okay. Also. Mühlrad rein. Kurbel rein. So. Ich Mühlrad. Und drehen, bitte. Drehen, 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 drehen. So, das Mühlrad stoppt. Wir müssen hier rein, hier durch. So. Wo lang? Egal, Hauptsache geradeaus. Hier runter. Jawohl. Dem Licht einfach mal entgegen. Batterie und hier rein. Puh, okay. Ja, das war eine schwere Geburt. Über mehrere Folgen. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht. Ist die Frage. Ich bin schon wieder auf so einem Kackfeld und in so einem blödsinnigen... Ich bin mich wundert, dass die Kamera das überlegt. Ja. Hier geht's lang. Jetzt sind wir im Wasser. Behältnis. Hier sind anscheinend Opfergaben verbrannt worden. Nein! Nicht die schon wieder! Können wir uns im Kühlschrank verstecken? Nein, aber hier geht's durch. Dankeschön, aber wir haben keine Zeit, um das zu lesen. Wir müssen uns irgendwie ein Versteck suchen. Und Batterien. Und Verbände. Und alles. Oh, Verbände. Ah, Sekt. Okay, sie scheint uns noch nicht gesehen zu haben. Dann wage ich es... Ja, ja, ist recht. Dann wage ich es einfach mal und lese euch Novs Evangelium Kapitel 1 vor. Kapitel 1. Die Worte Sullivans, der der neue Ezekiel sein werde, der der Prophet sein werde, der führen werde, die zerstreuten Fremden eines gefallenen Christus im gestohlenen Zion des Pueblos, der Jicarilla, der Mescalero und der Navajo. Auserwählt gemäß des Blutes, geweint bei der Offenbarung, das Vorwissen des Feindes selbst am Tor, und den bröckelnden Mauern und Gehorsamkeit dem Blute des Herrn und Jesus Christus. Gnade sei mit dir, aber Friede nicht. Mit ihm, der blind ist gegenüber dem faulen Erbe entweihten Glaubens, des Lügnern von Babel und die Huren von Babylon, die den Teufel zeugten, der ein Lügner und Vater der Lügen ist. O Zion, Zion, dass du steinigst deine Propheten, die dir gesandt waren, auf dass dein Haus verlassen bleibt, dass du vergießt das Blut deiner Bastarde, damit den Weizen nährst, der deinen Nachwuchs mästet. Denn alles Fleisch ist Gras für die Mast der Opferochsen oder der frevelischen Kälber, o Baal, o El, o Gugalana, o Moloch. Doch es ist Gras, das verdorrt und gedüngt wird vom Blut und sich ausbreitet. Denn die Saat des Propheten wird den Feind entwurzeln, dass der Prophet rachsüchtig ihn erschlagen kann, den Bastard der Lügen, gezeugt in seiner eigenen Sünde, gereinigt durch sein eigenes Blut, vergossen von seinem eigenen Fleisch. Wir sind hier halbwegs versteckt, muss ich sagen. Oh, Herr. Ich glaube, die Folge ist auch schon wieder um. Puh! Aber ich fand es echt lustig, dass er sich verbuggt hat. Die Folge ist um. Und ja, dann beende ich... Also ich denke, die Folge ist um. Ich beende an dieser Stelle die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge.
Und ja, bis dahin. Ciao.